Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Train Simulator 2018 auf der Strecke im Köbelitzer Bergland Version 3 Reloaded. Einen so schönen Szenario-Start hatten wir schon lange nicht mehr. Einmal der Biergarten und im Hintergrund die 132 der Deutschen Reichsbahn. Tanz der Schmetterlinge. Dieses Wochenende pendelt ein Museumszug zwischen Altenburg und Rinkenstadt und haucht der malerischen Museumsstrecke wieder Leben ein. Sie übernehmen nach einer längeren Mittagspause am sonnigen Nachmittag die Diesellokomotive 132004-3 und ziehen alte Durchgangspersonenwagen auf der Sonderfahrt nach Altenburg. Rüsten Sie nun zuerst Ihre Lok auf und aktivieren Sie die notwendigen Zugsicherungstechniken. Hilfe dazu und entsprechende Tastenkürzel erhalten Sie in der Einweisung F1. Wenn das geschafft ist, rangieren Sie langsam vor bis zur RA10 Rangierhalttafel. Planmäßige Abfahrtszeit in Rinkenstadt ist um 14.30 Uhr. Sie halten dann in Köbeler Wald 14.52 Uhr bis 15.01 Uhr. In Köblitz von 15.11 Uhr bis 15.12 Uhr, Niederkirch von 15.16 Uhr bis 15.17 Uhr und Altenburg-Bach von 15.20 Uhr bis 15.21 Uhr und sollten dann so um 15.24 Uhr in Altenburg ankommen. Zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist aufgrund der Donnerbüchsen 90 Stundenkilometer. Viel Spaß und gute Fahrt. Jo, eine lange Einleitung. Und eine wunderbare Lokomotive. Schönstes Makro. So, Fahrtrichtungssender in Vorwärtsstellung. Ja, die Lok selbst scheint noch aus zu sein. Und dazu einmal die Kraftstoffpumpe eingeschaltet. Den Fahrschalter ein, die elektrische Bremse ein und dann den Anlasser betätigen. Ja. Und da dampft sie schon. Wunderbar. Die Bremse noch gelöst. Lokbremse ist gelöst. Die PZB einschalten. Obere Zugart. So, die Bremsen sind gleich gelöst. Und dann fahren wir vor bis zur Tafel. So, einmal das Horn noch betätigt. Langsam über den Bahnübergang hinüberfahren. Und das ist der Bahnhof Rinkenstadt. Hier drüben stehen sie schon, die Donnerbüchsen. Auch hier nochmal das schöne Horn. Eine Ankündigungstafel für 20 Stundenkilometer. Da wir eh nur 25 fahren, brauchen wir die aktuell nicht so stark zu beachten.
Wir sind aktuell noch auf Rangierfahrt. So, und hier vorne steht die Tafel halt für Rangierfahrten. Dort werden wir natürlich anhalten. Jo. So, mal sehen, ob uns der Fahrdienstleiter anruft. Oder ob wir selbst Hand anlegen müssen. Bringen Sie den Richtungswender in Nullstellung und wechseln dann in den Führerstand Nummer 2. Dort angelangt, stellen Sie den Richtungswender wieder auf Vorwärts und rangieren vorsichtig zu den Durchgangspersonenwagen am Bahnsteig, welche angekurbelt werden müssen. Jo, das machen wir. So, Führerstand gewechselt. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Lokbremse gelöst. Das Führerstandslicht kann an der Stelle ausbleiben. Und wieder schön auf die Pfeiftafel achten. Oder die beiden Pfeiftafeln. Wir sind hier gleich im Doppelpack. Eins. Und Numero Uno. Duo. Das Stellwerk sieht auch sehr schön aus. Mit lila einem Sonnenschutz. So, wir sind schön vorsichtig beim Ankuppeln und vor allen Dingen beim Dranfahren. Die Wagen sind ja schon etwas älter und die Lokomotive ist auch nicht mehr die jüngste. Uiuiui, die Wagen wackeln aber. Das waren die Puffer. Wieso wackeln denn die so? Steigen da so viele Leute ein? Naja, wir werden es gleich mitbekommen. Kurz rausgegangen aus dem Führerstand. Einen Motorraum wollten wir jetzt nicht. Also einmal runter. BW Chemnitz. Und Röntgenstadt. Runter durch unter den Puffern. Da an den Kupplungshaken eingehangen. Und da zischt es. Gut gemacht. Ziehen Sie nun die Zugbremse an und öffnen die Türen. Bringen Sie danach den Richtungswender in Nullstellung und deaktivieren die PZB mit Shift 8. Daraufhin können Sie in den Führerstand Nummer 1 wechseln, die PZB wieder aktivieren und den Fahrtrichtungswender auf Vorwärts stellen. Ja, so ähnlich werden wir das machen. Erstmal links machen wir die Türchen auf. Ja, und wie es scheint, haben wir hier vorne irgendwie einen Partywagen. Also so wie der wackelt. Okay. Wollen wir mal hoffen, dass er bei der Fahrt etwas ruhiger läuft. Wildauer Waldfahrer. Wallfahrer. Wildau, Marienthal, Marienbaum, Marienwald. Ja gut. So, der Schaffner hat gepfiffen. Auf geht's nach Köblerwald. Holen Sie sich aber zuerst die Abfahrtserlaubnis ein. Mit der Tab-Taste. Gute Fahrt.
So. Zug kommt gleich anziehen. Genehmigung zum Überfahren des halseigenen Signals erteilt. So, das Gleissperrsignal hat sich auch gerade noch auf freie Fahrt gestellt. Das Formsignal zeigt auch Ausfahrt. Dann kann es ja losgehen. So, Zugkraft vorgewählt. Museumsbetrieb. So, die LF-Tafel beachten wir natürlich auch. Das klingt ja wirklich interessant da hinten. Und ich merke gerade, die Lok hat es ziemlich schwer. Wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Passagiere an Bord, die viel gegessen haben. Jetzt wird es hier aber dicht an den Gleisen. Einmal Halt abwarten. Und dann geht's nochmal über die schöne Eisenträgerbrücke. So, weiter geht's. Nochmal schnell mikrofoniert. Atemberaubend. Klasse Aussicht. Oh, dort unten fährt ein anderer Güterzug. Oder wird geschoben. Nein, er rollt. Okay. Anhalten mussten wir zum Glück doch nicht. So, mit 40 darf weitergefahren werden.
Machen wir natürlich. Ja, der Flusslauf wird uns noch ein wenig folgen. Ja, wir hören schon unter uns die Schienen knirschen. Die Strecke ist alt. Unser Zug auch nicht mehr der jüngste. Alles in einem sehr, sehr schönen, nostalgischen Stil. Auch wie ungerade das Gleis absichtlich verlegt wurde. Ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, dass wir hier einen Personenzug haben mit einem Fahrplan, den wir möglichst einhalten sollten. So, rein in den Tunnel. Und nochmal zwei Hupen. Dort oben haben wir sogar ein Segelflugzeug, wie es scheint. Genau. Der fliegt aber ziemlich enge Kurven. Also als Segler treten dann eigentlich größere Radien. Und er kommt immer und immer tiefer. Sollte bedenken, dass er keinen Propeller dran hat und maximal durch Aufwinde aufsteigen kann. Das ist auch so der Hauptgrund, wieso man oft am Werk segelt. Die Möglichkeit hat er hier natürlich, aber ob der Wind damit spielt, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sieht es klasse aus. Und ich finde, die Strecke passt richtig zum Rollmaterial. So, ein gerader Tunnel. Endlich können wir Sender mal sehen. Was das für blaue Blumen sind, würde mich wirklich interessieren. Kenne ich so nicht. Gott, also der Turm dort vorne hier, den finde ich echt krass. Es ist ungewöhnlich, dass man solche Bäume sieht. Im TS zumindest. In der Tora kommt das schon öfters mal vor. Aber wunderbar, Karneval hier unten, wie es scheint. Oder ein Rummel.
Schön. Sogar die Rangierer möchten hier mitfeiern. Klasse. Aber schön, dass man auch sowas mal ins Szenario mit einbaut. Die Spinne. So, weiter geht es über einen hochgelegten Bahndamm. In dem Fall auch schön im Mauerwerk. Und hinein in den Köbler Wald. Dort hinten steht ein Funkturm, wie es scheint. Yippie, wir dürfen 60 Stundenkilometer weiterfahren. Links und rechts immer mal ein, zwei kleine Tannenbäume zu sehen. So sieht es übrigens hinten in dem Wagen aus. Freundliche Personen, die hier sitzen. Zwei Ansichten haben wir. Hier oben noch schöne alte Glühbirnen. Sie leuchten sogar. Aber ausleuchten tun sie leider nichts. Ist auch kein Problem. Denn im Normalfall sitzen wir hier vorne drin. Auch hier oben von der Aussichtsplattform können wir wunderbar unseren Zug bestaunen. Wie er dort unten durchs Tal ballert. Daneben ein wenig Schnittholz. Ein wunderbarer blauer Teich. Oder See. Teich wäre ja eigentlich meiner Ansicht nach künstlich. Ja gut, jetzt ist er nicht mehr so blau. Der Himmel spiegelt sich nicht mehr so gut da drin. So, jetzt müssten wir im längsten Tunnel der Strecke sein. Das Ganze ist einfach so gelöst, indem wir die Lokbremse leicht angezogen haben. Die hat nicht ganz so viel Kraft wie das höhere Bremsventil. Das Hauptbremsventil. Dadurch können wir die konstante Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer relativ gut halten. Und bisher scheint das ja gut zu klappen. Und hinein in den nächsten Tunnel. Einer nach dem anderen. Wir können das Pultlicht auch nochmal einschalten. So, sehen wir gleich ein bisschen mehr.
Ja, der Führerstand der Baureihe 132 oder 232 ist den meisten schon geläufig. Und tatsächlich, die Wagen wackeln da hinten dran wie ein Kuhschwanz. Gehört natürlich auch ein bisschen zu den älteren Wagen dazu. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht. So, und eine Haltepunkttafel kommt uns entgegen. Das heißt, demnächst kommt ein Bahnhof. Genau hier. So, der Bahnübergang scheint geschlossen zu sein. Aber es geht doch relativ steil bergab. Uiuiui, was ist denn das da oben? Fliegerstaffel. Die könnten F-16 oder F-18 sein. Ja, wahrscheinlich nicht hier fliegen, das sind dann demzufolge ja, mit einer großen Wahrscheinlichkeit Eurofighter oder ähnliches. Ich wusste gar nicht, dass es Düsenjets für den Train Simulator gibt. Siehe da, ein Reh. Ja, was man nicht alles auf dieser Strecke sieht. Aber wir dürfen gleich mit VMAX 40 weiterfahren. Dann nutzen wir die 60 noch einmal aus. Und dann heißt es wieder PZB-Wachsamkeitstaste drin. Den Rest sollte die Steigung erledigen. Ja, immer wenn ich das sage, macht es das natürlich nicht. Da müssen wir eingreifen. Richtung Luxemburg und Bad Windenburg und einmal nach rechts, dann geht's zum Köbler Wald. Dazu ist noch schnell gesagt, die Strecke ist fiktiv und soll einfach eine, naja, mitteldeutsche bzw. westdeutsche Umgebung darstellen. Oder sagen wir einfach mal mitteleuropäisch. Das trifft es, denke ich mal, besser. Mit einer sehr ausgeprägten Flora und Fauna. Das Signal blinkt und so ist es gut. Aber wir möchten auch mal hinten aus den schönen alten Wagen hinausschauen. Dort drüben können wir schon wieder eine schöne Brücke erkennen. Und ich glaube, das erste Licht-Vorsignal, wenn ich es richtig sehe, müsste HV-Signalsystem sein. Schauen. Also wir cheaten mal ganz kurz. Okay, wir haben grün. Wunderbar. Dann suchen wir uns jetzt eine sehr, sehr schöne Position aus. Also das sollte ungefähr passen.
Irgendwie reagiert unser Bremssystem nicht so richtig wie soll. Und die Luftdruckbremse, die reagiert nicht. Also die Bremszylinder. Jetzt. Und damit recht herzlich willkommen im Bahnhof Köblerwald. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann den Zug rückwärts wieder herausdrücken aus dem Bahnhof. Oder natürlich, wow, wieso waren die Schranken noch nicht unten? Oder gegebenenfalls dann den Zug umspannen, also Kopf machen. Entgegen kommt uns ein Güterzug mit Containern, vorne dran eine Traxlokomotive. Mal schauen, welche Baureihe. Fleißig gearbeitet wurde da drüben natürlich auch. Ja, 185er, was denn sonst? So, wir versuchen punktgenau vor dem Gleissperrsignal anzuhalten. So, super. Und da öffnen sich die Waggontüren. Ja, klasse. Hier drüben die Cargo-Waggons. Beladen mit Schienen. Konnten Sie den Fahrplan nicht einhalten? Naja gut. Zur weiteren Fahrt nach Altenburg müssen Sie jetzt ans andere Ende des Zuges umsetzen. Kuppeln Sie dafür zuerst die Donnerbüchsen von Ihrer Lok. Wechseln Sie in die Außenansicht und klicken Sie mit der Maus auf die Kupplung zwischen der 132004-3 und dem ersten Durchgangspersonenwagen. Schließen Sie das Fenster, um fortzufahren. Ja, sagen wir es mal so, da ich gewusst habe, wie ich den Zug ankupple, weiß ich wahrscheinlich auch, wie ich den abkupple. Aber trotzdem nochmal vielen Dank für die Erläuterung. Einmal nochmal unter den Puffern durch. So. Zack. Sehr gut. Rangieren Sie jetzt mit maximal 10 Stundenkilometer vor aufs Abstellgleis 1 und halten dort direkt vor dem Brellbock. Schließen Sie das Fenster, um fortzusetzen. Wird gemacht, Meister. Na gut, machen wir so. So, Bremse gelöst. Lokbremse ist gelöst. Und dann kann es weitergehen. Dort drüben hat, wie es scheint, jemand Solarpanels in seinem Garten stehen. Direkt neben dem Friedhof. Naja, eine ungewöhnliche Kombination. So, viel Platz zum Rangieren ist nicht. Aber viel mehr brauchen wir auch nicht. Das reicht uns. Wir schauen uns mal ganz kurz an. Ja, das ist wirklich unmittelbar neben dem Friedhof.
Also ganz ehrlich, das ist wirklich unerhört. Also das gehört einfach nicht neben dem Friedhof, finde ich. Eine kleine Gruft. So, okay, wenden wir uns wieder dem Eisenbahnhobby zu. Bringen Sie den Richtungswender in Nullstellung und wechseln dann in den Führerstand Nummer 2. Dort angelangt, stellen Sie den Richtungswender auf Vorwärts und stellen die Handweiche vor Ihre Lok mit der Taste G. Rangieren Sie dann mit maximal 25 Stundenkilometern bis kurz vor den Bahnübergang. Halten Sie dort neben den Hektometersteinen. Okay, wird gemacht. Zack. Führerstand gewechselt. Güterzug braust an uns vorbei. Richtungswender wieder nach vorne. Aus dem Fenster geschaut. Handweiche durch die Ferne umgeschaltet. Wunderbar. Das Gleissperrsignal gibt uns freie Fahrt. Dann können wir loslegen. Lokbremse lösen. Ab geht's. Und Attacke. Na, das scheinen ziemlich viele Schienen dort drüben zu sein. Ich finde, so ziemlich jeder Güterwagen in blauer Lackierung sieht irgendwie schön aus. Liegt vielleicht daran, dass man diese nicht so oft sieht. Ähnlich ergeht es mir mit der 145 oder anderen Lokomotiven von der Preßnitztalbahn. Und dort drüben ein kleiner Betonmischer, ein Container, eine Walze und vieles mehr. Ja, und ich persönlich finde, so muss ein wirklich schön gestaltetes Szenario sein. Mit vielen kleinen abwechslungsreichen Details. Gleisbagger natürlich auch. So, hier vorne ist der Hektometerstein. Hier unten. Dann wollen wir mal anhalten. Das hier ist übrigens das Gleis in Richtung Schleusfeld, Bad Rinkenburg. Und hier drüben geht es dann in Richtung Köblitz und Altenburg. So, hier stehen wir nun. Wechseln Sie erneut den Führerstand und rangieren dann vorsichtig zurück zu den Donnerbüchsen, welche wieder angekuppelt werden müssen. Okay. Wir haben sie schon mal gelöst. Fahrtrichtungswende Stellung 0. Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Die Railforschirme, Traxlokomotive mit Kesselwagen, was auch sonst. Und los geht's. So, oben wieder die schönen beiden Rücklichter. Das müssten damals noch Laternen gewesen sein. Oh, so eine Hektometertafel kenne ich auch noch nicht. Minus 02. Schön.
Und wir sollten zügig die Lokbremse anziehen. Nicht, dass die Personen noch durchgeschüttelt werden. Lieber ein bisschen zu viel, als wie zu wenig. Bei solchen historischen Wagen sollte man darauf auch aufpassen. So, wir kuppeln hier mit unter einem Stundenkilometer an. Klatsch. So ganz leicht die Zugbremse anziehen. Dann Zugkraft vorwählen, damit die Puffer ein wenig gestaucht werden. So, und gleich wieder runterschalten. So, nochmal aussteigen. Handbremse am anderen Ende. Merken wir uns. Werden wir vielleicht früher oder später nochmal brauchen. Und ankurbeln. Zack. Geschafft. Ziehen Sie nun die Zugbremse an und öffnen erneut die Türen, sodass alle Fahrgäste, die hier eine Pause an der frischen Luft eingelegt haben, wieder zusteigen können. Bringen Sie danach den Richtungswender in Nullstellung und deaktivieren Sie die PZB. Anschließend können Sie in den anderen Führerstand wechseln, die PZB wieder aktivieren und den Fahrtrichtungswender auf Vorwärts stellen. Planmäßige Abfahrt ist um 15.01 Uhr. Bis Köblitz werden Sie dann über die Gleise der Gegenrichtung geleitet. Zulässige Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist aufgrund der Donnerbüchsen wie immer 90 Stundenkilometer. Jupp, das machen wir. Zugbremse haben wir zum Glück schon angezogen. So, nochmal schön reingeschaut. Hier oben eine Notbremse. Die werden wir hoffentlich nicht brauchen. Und hier wäre die Handbremse. So, das Pfeifen galt allerdings nicht uns, sondern hier drüben den N-Wagen, bespannt mit 143. Ja, ja, konnten Sie den Fahrplan nicht einhalten? Nein, konnte ich nicht. Die Touristen sollen was sehen und nicht pünktlich sein. So, jetzt haben wir es aber gegeben. Wieder einsteigen, im anderen Führerstand. Lokbremse lösen. Und ab geht die Post. Attacke. Ausfahrt mit 30 Stundenkilometern. Nächster Halt, Köblitz, Gleis 4. So, für uns soll das jetzt auch drüben aufs Hauptgleis gehen. Zuerst mit der Fahrt im Gegengleis, dann aufs Richtige. Und der BU hat sich schon wieder nicht geschlossen. Gut, kann er wahrscheinlich auch nicht auf dem Nebengleis. So, mit 40 dürfen wir immerhin schon weiterfahren. So, an der Stelle kurze Zeit im Gegengleis. Und gleich dürften wir aufs Richtige geleitet werden. Hier vorne noch einmal die schöne Brücke angeschaut. Ja gut, ganz so schön ist sie dann doch nicht. Ist ziemlich staubig und verdreckt. Gut, staubig wird sie nicht sein, aber ihr wisst, was ich meine. Die schönste Farbgebung hat sie nicht, sagen wir es mal so. Okay, mit 120 dürfen wir über die Strecke brausen. Die Donnerbüchsen wollen aber nur 90 fahren. Und daran werden wir uns natürlich halten. Auch wenn wir in Verzögerung geraten sind, aber das stört die Touristen eher weniger, würde ich meinen.
Die freuen sich, denke ich mal, umso mehr, desto länger die Fahrt geht. Vielleicht nicht gerade die, die dann in Altenburg oder ähnlichen Bahnhöfen Anschlusszüge erwarten, aber das dürften die wenigsten sein. Wir wollen Freibad erleben. Achso, unser Freibad behalten. Ja. Deswegen stellen wir ein Zelt auf. Okay. Aktivisten. Freibäder sind immerhin auch was Schönes. So, hier drüben dürfte ein Schrottplatz sein, wenn ich das recht entziffern und erkennen kann. Show, halt erwarten. Oh, Polizeieinsatz. Aber die Polizei ist aus Österreich, wie es scheint. Ne? Jupp. Wir kümmern uns jedoch erstmal um das haltzeigende Signal, was wir gleich erwarten werden. Deswegen an der Stelle die Bremse angezogen. BZB wachsam, wie immer. Das Pultlicht können wir auch mal einschalten. Und das normale Führerstandslicht auch. Obwohl, das Pultlicht. Ne, das können wir ausmachen. Genau, sieht schön aus. So, wir sind unter 40. So soll es sein. Links neben uns die Autobahn bzw. Schnellstraße. Jupp. Und hier vorne dann das Ortseingangsschild. Haha, dort vorne EL-Signale. Die stören uns aber nicht. Auf der linken Seite jetzt zu sehen Köblitz. Also die EL-Signale gelten logischerweise nur für ja, elektrisch taktierte Züge. Ja, der Train Simulator hat ab und an das Problem, dass überholende Züge gar nicht bzw. nur deren Kupplungen zu sehen sind. Das stimmt. Um dies zu verhindern, wechseln Sie jetzt bitte in die Außenansicht mit der Taste 2 und 3 und danach wieder zurück in den Führerstand. Das machen wir doch. So. Oh, was kommt da? 101er würde ich meinen. Gegen Hass und Gewalt. So ist es richtig. Das wollen wir nicht. Gewalt schafft immer irgendwo Gegengewalt. Ist wieder Energieerhaltungssatz. So, HP0, wie angekündigt. Und vor uns der kurze Schutzstreckenabschnitt. Die EL-Signale habe ich ja vor kurzem schon mal erläutert. Ach, passend. Gerade angehalten. Schon geht's weiter. Und der nächste Segler dreht seine Runden fröhlich über der Strecke. So, PZB wachsam. Die EL-Signale jucken uns nicht im geringsten. So, 4 Bahnhöfe haben wir noch abzufahren. Ist ja gar nicht mehr so viel.
Ich habe gedacht, da wäre noch mehr, was ansteht. Ja, auf der rechten Seite sehen wir mal einen relativ prall gefüllten Güterbahnhof, beziehungsweise Rangierbahnhof. Würde ich jetzt mal eher meinen. Und hier nochmal der Schatten vom Segler, der auf einmal verschwunden ist. Beziehungsweise wir ihn nicht mehr sehen können. Dort vorne eine S-Bahn aus dem Großraum München. Heute mal zu Gast im Köpnitzer Bergland. So, auf welchem Bahnsteig fahren wir denn heute ein? Das wäre dann Bahnsteig 4, wie es scheint. Und die Ausfahrt wurde auch schon freigegeben. Abfahrtsanzeige leuchtet auch schon. Hier oben. Nicht zu verwechseln mit dem Signal, was die Fahrt im Gegengleis signalisiert. Das kann leicht mal passieren. Und hier drüben steht schon die nächste S-Bahn. Auch wieder aus dem Großraum München. Köpnitz Hauptbahnhof. Oh, auf der linken Seite hier eher Nasswagen. Hochbordwagen, wie sie auch genannt werden. Hinten dran die schönen Zugschlusstafeln. Gut, Werbung wollen wir jetzt hier nicht machen. Oh, schön sogar mit funktionierenden Rolltreppen. Okay, Abfahrt. Ausfahrt steht, ZP9 leuchtet. Schön, schön. Im Hintergrund mal wieder das Kraftwerk. Ja, ausfahren dürfen wir gleich mit 90 Stundenkilometern. Und in gut 4 Kilometern haben wir das nächste Mal anzuhalten. Das müsste dann nach dem Tunnel sein. Da drüben haben wir wieder das Schild für die Bundes- bzw. Autobahn. Ja, Autobahn ist natürlich, wenn es blau ist. Bundesstraße, wenn es gelb wäre. Entgegen kommt uns eine 145 von der Arcelor. Arcelor Mittal wahrscheinlich. Unten im Kraftwerk scheint sich ein relativ stark frequentierter Güterverkehr abzuspielen. Wenn ich dort unten schon die Signale sehe, die alle auf grün standen. Und hier drüben rennt es mal wieder aus dem Schornstein. Und wird wahrscheinlich Öl sein oder ähnliches. Ja gut, Öl nicht unbedingt, aber wie halt bei den Ölbohrtürmen. Öfters mal zu sehen ist.
Auf jeden Fall brennt das wahrscheinlich absichtlich. Oh, was ist denn da vorne? Wunderbar, eine Ruine. 151er. Die habe ich wirklich extrem lange nicht mehr gesehen. 151, 809 oder nee, 049. So, Niederkirch. Eine 218 mit weißem Lätzchen. Also dieses weiße Viereck. Oh, oh, eine V200 dort vorne. In Blau. Welches Eisenbahnunternehmen steckt denn dort dahinter? Ach, Immotrans, okay. Ziemlich schwerer Güterzug, den die da hinten dran hat, wenn der voll ist. Blum, blum. Niederkirch. Also ich muss sagen, hier gibt es echt in jedem Ort irgendwie eine Kirche oder ähnliches. Sehr viel Glauben, der hier eine Rolle spielt. So, Türen dürften zu sein, ne? Jupp, das ist der Fall. Ein ZP9 haben wir hier leider nicht. Also kein Abfahrtsanzeiger. Brauchen wir auch nicht, wir haben einen Schaffner. Und solange wir den nicht vergessen, ist alles okay. Dort vorne haben wir gleich wieder eine LF-Tafel zu erwarten. Also für die Langsamfahrt. Mal schauen, ob wir den angekündigten Wert überhaupt noch davor erreichen können. Oder ob wir dann nur bis zum aufgeschriebenen Geschwindigkeitswert beschleunigen werden. Ja, 60 Stundenkilometer, die könnten wir gerade noch so davor knacken, aber wir müssen es nicht drauf anlegen. Wir fahren die dann einfach aus. Ein Intercity Express. Bespannt mit einer 101er, wenn ich das schon sehe, genau. Mit der Aufschrift Nett hier. Die haben wir auch schon in letzter Zeit ziemlich oft gesehen. Auf der linken Seite wieder ein schöner Traktor. Gebaut wurde natürlich auch fleißig. Hier hinten entsteht schon, ja, ich glaube, ein Hochhaus nach dem anderen. Hier vorne kommt wieder diese schöne Fußgängerbrücke, die ich so liebe. Die sieht nämlich einfach schön aus. Und ist nicht so dahin geworfen, sage ich jetzt mal, wie eine normale, gewöhnliche Betonbrücke. Z.B. diese hier. Und dann dürften wir jetzt in Altenburg sein, oder? Genau. Das Ortseingangsschild Kreis Alten.
So, langsam Fahrt erwarten. Wie weit dürfen wir denn runterbremsen? Auf 60. Nein, der Mast ist ziemlich ungünstig positioniert. Macht sich bei Nacht vor allen Dingen, denke ich mal, nicht so gut. Oh, so ein Eisenbahntunnel direkt unter seinem Haus. Das muss auch nicht schön sein, oder? Mal ein bisschen anhalten. An der Stelle mal etwas stärker abgebremst. Ja, das ist unglaublich. So, ein Riesenrad haben sie mit reingebaut. Naja, und Windows meldet sich im Hintergrund. So, wir müssen nicht ganz genau am Haltepunkt anhalten. Unser Zug ist ziemlich kurz. Ansonsten müssen die Fahrgäste nur unnötig weit laufen. So, wir schauen uns mal die schöne Aufschrift an. 36258 MÜ. Ah je. Ja, dann nochmal die Bremsgewichte hier unten. Raucherabteil. Und hier drüben dürfte ein Nichtraucher sein, genau. Heimatbahnhof, München Hauptbahnhof. Okay, Abfahrt. Entgegen kommen uns wie immer mal Dostos. Mal schauen, was schiebt. Schieben tut eine wahrscheinlich 145er oder 146er. Genau, eine 145er, 031. So, 60 Stunden können wir dann erwarten und mit 60 darf auch weitergefahren werden. Na gut, aber die 40 sollen uns vorerst einmal reichen. Nächster und letzter Halt, Altenburg auf Gleis 8 in 1,5 Kilometern. Voraussichtliche Fahrzeit 2,5 Minuten. Och, und das nächste Unglück naht schon. Die Feuerwehr. Was ist denn passiert? Ach du Scheiße. Gar nicht gut. Entschuldigt den Ausdruck, aber ja, gar nicht gut. Ein Kind ist wahrscheinlich einem Gockel aufs Dach gefolgt. Ich hoffe mal nicht, dass da andere Absichten dahinter standen. Das ist jetzt noch das Mildeste, was anzunehmen ist. Ich möchte an der Stelle einfach mal nicht von Schlimmeren ausgehen. Das ist leider tagtäglich auch in Deutschland der Fall, dass es zu solchen Ereignissen kommt. Und auch an dieser Stelle sage ich mal wieder, Kinder geht nicht auf Dächer. So, dort vorne Altenburg Central, der Hauptbahnhof,
auch wieder komplett fiktiv. Ja, ich bedanke mich zuerst einmal wie immer fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch auch öfters auf meinem Kanal oder in meinen Videos begrüßen dürfte. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video liken, teilen und den Kanal abonnieren würdet. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Und damit ciao, ciao.